Trotz des Lockdowns haben viele Menschen die Weihnachtsferien für einen Kurzurlaub genutzt, etwa auf Mallorca oder in den Alpen. Um einen Anstieg von Corona-Infektionen zu vermeiden, gelten für Reiserückkehrer strenge Quarantäne- und Testvorgaben. Die Folge? Lange Wartezeiten, etwa bei der Rückkehr aus Österreich. Dichter Rückreiseverkehr am Grenzübergang Walserberg. Wer aus Österreich einreisen wollte, musste viel Zeit mitbringen. Wir waren 6 Stunden im Stau. Die Polizei ist im Einsatz und kontrolliert stichprobenartig, ob die Infektionsbestimmungen eingehalten werden. Geprüft wird, ob Einreiseanmeldungen ausgefüllt sind. Gegebenenfalls helfen die Beamten bei der Registrierung, die dann an die Gesundheitsämter übermittelt wird. Ich habe mich auch online gemeldet und ich werde mich auch testen, weil ich arbeite auch als medizinische Fachangestellte. Ich weiß, wie das geht. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich bundesweit entweder bis zu 48 Stunden vor der Einreise oder spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf Corona testen lassen. Hier am Münchner Flughafen kann das direkt nach der Ankunft gemacht werden. Doch auch nach dem Test gilt eine 10-tägige Quarantänezeit. Ob sich tatsächlich alle an die Vorschriften halten, ist allerdings nicht überprüfbar. Auch die Gesundheitsämter sind überlastet, eine Kontrolle der Quarantänebestimmungen daher oft schwierig. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes fordert deshalb weniger Datenschutz zugunsten des Gesundheitsschutzes. Würde man die Handydaten auslesen und die Bewegungsmuster feststellen, wäre das relativ einfach feststellbar. Wer hat sich tatsächlich außerhalb des Landes aufgehalten und der kann auch adressiert werden und könnte dann überprüft werden. Mit den heutigen Kontrollen wollten die Behörden zumindest erreichen, dass die Vorschriften ernst genommen werden.